Als ob. Gute Tarnung. Sieh nach, was in ihr steckt. Ein Ring war in der Nuss. Das könnte aber ein... Könnte ein wertvoller Ring sein. Voller Grafikfehler gerade kurz. Ich glaube, rechts hast du ja auch noch einen Baum gepflanzt gehabt, oder? Oder hattest du da keine Kerne mehr? Irgendwo hatte ich noch ein Bäumchen gepflanzt. An irgendwelchen Herzteil-Spots. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau. Der wäre halt oben, jetzt genau über dir, also an dem Kettenschwinger vorbei, über die Lücke rüber jumpen, da hast du glaube ich ihn gepflanzt. Guck ich später mal nach. Ich gehe jetzt erstmal zum Moran Shop. Das ist eher schweizerisch, okay. Ja, ich bin auch nicht so gut. Und die Berliner bin ich eigentlich nicht. Ist doch eher so, ein Fahnenmast ist umgefallen in Basel. Keine Ahnung. So. In Basel. Ein Horondorf. Ist vielleicht jemand zu Schaden gekommen? Beispielsweise diese beiden Jugendlichen da vorne. Alle aus der Schweiz hier richtig erstmal so, halt die Schnauze, ey, so klinge ich überhaupt nicht. Okay, Entschuldigung. Schätzen. Welchen Ring darf ich schätzen? Ich schätze den hier. Oh, er hat echt so einen mega geilen Ring, Alter. Das ist ein Herzring Level 2. Herzleiste erholt sich, das ist... Alter. Du hast den Ring bekommen, den ich in meinem Let's Play irgendwie total früh gekriegt habe. Und der derzeit wird Rumirat immer wieder schön geheilt von alleine. Ja, komm. Ich will Liste direkt mal hier drauf damit. Kann ich irgendwie schneller durchblättern? So. Na, richtiger Lacker, Alter. Richtig weggelackt. So, hier, zack. Den werde ich nie wieder ausziehen, wahrscheinlich. Ah, das liegt halt auch eher, weil dieser Spot da, das ist ja so ein seltener Spot, so ein versteckter, und da ist die Chance für so eine seltenen Ringe höher. Aber auch nicht garantiert, aber höher. Aber das ist trotzdem voll Lack. Und der füllt mich jetzt auf, oder was? Das dauert aber ganz schön lange. Dauert aber ganz schön lange, ja, aber ja, wenn du halt rumläufst. So, meine Damen und Herren, ich war heute früh beim Arzt und der hat gesagt, im Prinzip klinisch tot. Dafür so schon mal reicht's noch. Danke für deine 1-Euro-Spende. Vielen Dank. Flop. Wo sind jetzt die Schatzkarten? Willkommen, bringen Sie mir etwas, was Sie kaufen. Ich will eine Schatzkarte. Ist das nicht der Shop? Doch, das ist der Shop. Ah. Na, was es dort gibt, das kann ich verstehen. Hehehe. Ja, dann gib mir eine Mitgliedskarte, du Affe. Wie wär's damit? Ja, aber eine Mitgliedskarte. Damit kann man die tollsten Sachen kaufen. Klausi ihr irgendwie. Gib mir doch... Ich will wissen, wie der Mann da reinkommt. Dann werde ich jetzt einfach sein Haus umgraben. Na, vielleicht hilft es ja für ihn zu arbeiten. Hey, du hast meinen Schnee weggeräumt. Hier, Mann. Genau. Guck hier, zack. Da hat der echt diesen Mega-Ring, ey. Nein, nicht so viel! Sie graben zu viel! Richtiger Lachsnacken. Richtiger Lachsnacken, ja. Voll die grinsende Schlange da drin. Das weiß ich doch nicht mehr. Schon bewahrt, Hallöchen. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Mitgliedskarte? Du wirst niemals groß werden. So, ich mal auf zu streamen. Ich muss für die Klausur hin. Okay, alles klar, Leute. Ihr habt's gehört. Die Amara muss lernen. Deswegen haut rein. Bis demnächst. Tschö, tschö. Dachtet ihr, wa? Dachtet ihr, wa? Ach schön, hier wohnt der Bürgermeister. Der Bürgermeister fasziniert von Garschonliste. Hackt von, ja, ich will eine Mitgliedskarte. Sui und 3L, boah, raus. 3L? 3L. Mein Name ist Ruhl. Ja, Nüsse. Willst du schon wieder schlagen? Warum ist schon... Marcel, warum tust du mir das an? Willst du mich dann dort reddern? Scheiße. Aber Hassan. Oh Gott, Leute. Jetzt kommen die wieder uralte Internet-Memes. wo so...
ich soll dich schon mal gesehen haben? Leute, das ist 10 Milliarden Jahre her. Das weiß ich doch nicht mehr. Ja, da musst du sagen, weil ich ein bisschen... Ja, bitte, was heißt, Marcel. Das kriegt der Chat hin. Der Chat kriegt das hin. Okay, Chat, dezente Hinweise bitte. Jetzt kommt's, geh genau dahin und sprich mit dem. Hey, kommt, Chat, ich weiß, dass ihr es könnt. Ihr könnt Zubi einen dezenten Hinweis geben. Ich glaube an euch. Er ist genau da. Mann! So, Brosia, okay, das ist genug Undertale. Was? Das ist genug. Das ist genug Hinweis. Wie komme ich jetzt da drauf? Weil da Underworld steht. Schön. So, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Das ist nochmal die Frage. Warte, wo war einer? Ach, so schöne Tipps hier. Die Karte ist nicht in dieser Welt. Onox hat die Karte geklaut. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Tja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich am schnellsten da hinkomme, ich gehe einfach mal dahin. Nordhoron! Marcel, wenn du eine Ultradigitation machen würdest, hättest du dann eher Mega oder eher Metall als Beisatz oder was ganz anderes? Naja, so die Worte super klingt ja auch cool, oder Mega Marcelmon. Zack, zack. Ja, jetzt muss ich, wie gesagt, nur noch so ein Ding finden. Und zwar am besten das Richtige. Was war das nochmal? Oh, shit! Ganz viele Hühner. Hühnchen! Genau, auch so eine Sache. Wo hast du ja... Wie weit bist du eigentlich bei der Tauschquest? Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, den Kessel noch niemandem geben können. Ja. Ah, okay. Der Kessel, lalalala. Hier, richtig, richtig billig. Ja, kann ich euch schon mal erzählen, weil das kann der Chris nicht wissen und kann er auch nicht schaffen. Aber Leute, ne? Du kannst dir, wenn du das Spiel kennst, kannst du dir die ganze Tauschquest sparen. Weil, ja, du bekommst, natürlich ist klar, ne, Chris, so gerät die Tauschquest am Ende in einen Gegenstand und so. Aber den Gegenstand kannst du auch kriegen, einfach wenn du den Hinweis kennst. Wow. Du kriegst am Ende halt nur einen Hinweis für alle Tauschquests, kriegst du einen Hinweis. Und der ist aber immer gleich. Der ändert sich nicht. Wow. Sprich, spielst du das Spiel irgendwann nochmal und du kennst den Hinweis noch, dann ganz einfach go for it. Wahrscheinlich irgendwo vergraben. Oh Leute, jetzt finde ich kein Portal in die Unterwelt. First World Problems. Ich will doch nur die Unterwelt. Und zwar, oh shit. Und zwar in einem Ort, wo ich auch weiterkomme. Weil, also ich weiß, wüsste einen jetzt, wo ich halt zuletzt war, aber da war eine Sackgasse, glaube ich. Aber nein, jetzt ist keine Sackgasse mehr, weil ich jetzt Dingens habe. Weil ich jetzt, ne? Ihr wisst schon. Den Magnet habe, das wollte ich sagen. Lalalala. So, und das war da unten. Ach, eigentlich ist der Weg gar nicht so weit, aber weil ich fauler Sack bin, benutze ich trotzdem den Warp dafür. Immer wenn man ein Portal in die höllischen Gebiete braucht, ist keines da. Ne? Wie im echten Leben. Willst du mal kurz in die Unterwelt reisen? Zack, geht nicht. Hades hat erstmal dich gemacht. Weißt du, was cool wäre, wenn mal irgendwie ein Remake oder so kommen sollte von den Spielen hier? Was eine richtig geile Change wäre, wenn du wie bei, haben sie glaube ich auch bei den 3D-Remakes jetzt hier gemacht, für den 3DS da, ne? Wenn du mehrere Gegenstände quasi auf eine nicht direkt Kurzwahl legen könntest, aber wo du auf jeden Fall schneller wechseln kannst, als immer ins Menü zu gehen. Weil du ja nur einen quasi hast. Na, das hast du ja eigentlich bei Breath of the Wild, hast du das doch. Ja, meine ich ja. Und das quasi, das wäre eine richtig coole Neuerung hier für ein Oracle-Remake. Plopp, da hat sich mein Herz gerade aufgefüllt. Was würdest du jetzt so mal zu wieder nur so einem 2D-Zelda sagen, beziehungsweise so einem Between-Worlds-Zelda, was ja, finde ich, immer noch ganz geil ist? Naja, finde ich super. Haben wir auch schon mehr darüber unterhalten, weil, wie gesagt, ich hoffe ja sehr auf ein, was Gerüchte bisher sagen, Link's Awakening. Reimagine, ähnlich wie Link Between Worlds. Soll ja wohl in der Mache sein. Ah, das hast du da gerade gekriegt. Einen roten Erzklumpen. Alter, geil. Also ich finde diese Spiele sehr, sehr cool, weil es lassen sich irgendwie geile Rätsel damit machen, die du so in 3D nicht so hinkriegen könntest.
Deswegen sind so 2D-Zeldas und 3D-Zeldas spielen sich schon unterschiedlich, vor allem von den Rätseln her. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wer das abgezwackt hat. Der da bestimmt. Gib das hier, du Arsch. Es glänzt und Mitgliedskarte steht darauf. Keine Ahnung, gib mir dafür 5 Erzbrocken. Was meinst du? Okay. Trottel! Alter, was ein Idiot, Mann. 40, ja, von mir aus. Der? Oh, nochmal 40 und 20. Oh! Ich wollte gerade boxen, aber es ging einfach nicht. Der Herzring, ja, wir haben den Herzring gefunden, Leute. Richtige Eskalations-Eskapade hier. Kann ich jetzt eigentlich... Ich gehe mal ein bisschen weiter jetzt da noch so, ne? Vielleicht komme ich ja noch irgendwo hin. Wow! Musst du gucken. Musst du gucken. Was ist das überhaupt für eine Welt? So storytechnisch. Irgendwie eine Unterwelt. Hey, irgendwie so eine Welt von komischen Schlümpfen. Komm, sagt er, das wird ja immer blau. Komm, wir können ja, noch nicht. Halt schon irgendwie, sind diese Subrosianer, die irgendwie so ein bisschen. Ja, die in Lava baden. Also, wer kann denn sowas aushalten? Glaube ich nicht ganz dicht, die Typen hier. Kann das sein? Hast du schon den Ring, wo du dich in so ein Vieh verwandeln kannst? Nee, ne? Du hast bisher nur Nur den Oktoring, ja. Den Oktoring! Nicht zu verwechseln mit Octopaul. Huch. Achso, jetzt habe ich hier einfach nur so ein Geheimnis gefunden. Ist okay. Wie einfach dieses eine offensichtliche Feld ignoriert. Ja, da war doch nichts. Da kann ich bestimmt buddeln, ey. Oh. Schön buddeln, ey. Durch die hey, buddeln kann ich da. Wie eine Buddel voll sauer. Rum. Richtig sauer. Toll, Marcel, oh. Was will ich damit? Direkt mal den Ton. Voll nicht einsammeln können gerade. Zack. So. Ach, der Magnet drin. Ich glaube, den haben sie. Haben sie den jemals wieder gemacht? Ich glaube, der ist ja exclusive hier, Seasons. Ach, Seasons sogar. Stimmt, ja. Ages hat ja sogar andere Items, hast du gesagt, ne? Teilweise, ja. Also, natürlich hast du auch wieder ein Schwert und ein Schild und so. Das finde ich nicht gut. Ich finde, die sollten das Schwert nur in einem Spiel machen. Was immer sehr so kurz überlegen, so. Meint ihr das ernst? Soll ich ihn jetzt schon wieder schlagen, oder ich weiß... Willst du mich jetzt dort reden? Marcel? Weiß irgendjemand einmal so gefragt, weiß irgendjemand, wovon wir reden, wenn wir die ganze Zeit diese komischen Zitate hier bringen? So wird das Master-Schwert. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt... Wobei, es muss ein besseres Schwert geben, weil ich habe Schwert Level 1. Frage ist nur, wann bekommen wir dies? So, wir messen wieder. Handschuh Level S. Jetzt nicht mehr. Und Level 5 oder Level N. 5. Und auf die Seite gekippt ist Z. Scoutly, Alter, wie er ausrastet! 11 Monate Treue. Vielen, vielen Dank. Fast ein Jahr. Bist du beim nächsten CWP dabei? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, das teilen wir auf jeden Fall nicht. Vielleicht als Zuschauer mal gucken. Aber das weiß ich noch nicht so zu 100 Milliarden prozentig. CPP, Competitive Pokémon Play oder was? Ja, so ähnlich quasi. Kalyptus Plaza, Pokémon Plaza heißt das. Oh. Was? Oh. Ich wollte jetzt eigentlich nur einen Scherz machen. Brrr. Kann ich wieder einen doofen Spruch bringen? Welchen doofen Spruch? Horrondorf. Horron, Marcel. Das Gute ist, dadurch, dass die Karte jetzt schon so mega krass aufgedeckt ist, kann man sich echt gut ungefähr herleiten, wo die nächsten Tempel sein werden. Und schnell fortbewegen. Kein Schaden bei kleinen Felsen. Okay. Ganz traurig, so okay. Katapultring, Wurfweite plus. Ne, Wurfweite nach oben. Okay. Auch nicht so geil. Nee. Es gibt auch Magneten mit Eisenstiefeln in TP. Ja gut, aber das ist ja kein Magnetgegenstand, sondern du benutzt einen Gegenstand, um mit Magneten zu interagieren, quasi. So, du Arsch, ich hab eine Karte.
Pardon, mein Herr. Oh, eine Mitgliedskarte. Sie sind Mitglied. Ich bitte um Verzeihung. Bitte gehen Sie nach hinten durch. Sie sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Schön, dass du dasselbe denkst einfach. Alter. Willkommen. Bringen Sie mir etwas, was Sie kaufen möchten. So ein richtiger Schwarzmarkt hier bestimmt. Irgendwie so, keine Ahnung. Hier. Schatzkarte, vielleicht nützt sie in den legendären Ruinen nur 2 Milliarden Rubine. Sehen Sie auf die Karte. Blickte Punkte verweisen auf Schätze. Schatzkarte. Oh, da krieg ich gerade richtige Feels wieder an Windbreaker. Das hat mir so viel Spaß gemacht, damals die ganzen Schätze zu bergen. Es wurde ja total kritisiert tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe das richtig gerne gemacht. Na, die regulären Schätze ja nicht. Bloß halt im Endeffekt war das ja dann, haben sie auch zugegeben, war das halt eine Streckung des Spiels. So an sich, diese optionale Erkunden war schon geil. Was ist das? Dieser Beutel fasst viele Kerne. Pff, nö, wenn da keine neuen drin sind, dann kannst du die da sonst wohin stecken, Dude. Na doch, der erweitert schon die Beutel. Dann kannst du mehr tragen. Ach so. Ansonsten nur, jetzt kannst du nur 20 tragen. Ja, komm. Dann ja. Na, dann, hast du ein Problem, ja. Alter, 50! 50 Kerne, Leute. Das ist übel. So, wir haben Schätze auf der Karte. Einer ist da unten, wo ich nicht hinkomme. Toll. Da kommst du hin. Nein! Leute, wir machen ganz kurze Pause, damit ich auf Toilette gehen kann. Ich lasse euch den Marcel aber da als Päckchen. Nein. Aber ab der Switch wird wieder gezockt, ne? Chris, die machen nur das Wann Switch. Eigentlich noch, endlich mal, ne? Ich meine, ohne Scheiß, komm, jedes relevante, ja, jedes relevante Wii U-Spiel muss eigentlich auf der Switch erscheinen. Ich meine, wenn sie damit schon angefangen haben, können sie nicht einfach aufhören. Und dann können sie nicht einfach irgendwie Smash außen vor lassen. Vielleicht hat Sakurai ja keinen Bock mehr, weil er irgendwie wieder einen Furz quersitzen hat oder irgendwie so. Ich meine, ey, wenn die Donkey Kong Country Tropical Freeze nochmal neu rausbringen, dann ja wohl auch das heftigste Wii U-Spiel, oder? Ist Smash nicht mega krass in den Verkaufszahlen? Müssen ja, die eigentlich, schon. Müssen die ja nochmal rausbringen. Weil keine Sau hat leider eine Wii U gehabt und deswegen, das wird kommen. Die werden das anteasen, die werden sich die geringste Mühe machen und sagen, ja, mit den Ice Climbers enthalten. Denn, weil sie glauben, dass schon alle vergessen haben, dass die Ice Climbers ja im Prinzip schon fertig sind, ne? Ja. Das war ja so, die Ice Climbers sind mal fertig, aber wir wissen nicht, wie die auf dem 3DS kriegen, also lassen wir sie ernst. Komm, ich will ganz ehrlich, wenn die Ice Climbers in Smash kommen, will ich gar nicht wissen, was dann wieder für Jank-Taktiken automatisch mitkommen werden. Da wird einfach wieder richtig alle, wird einfach wieder richtig die Scheiße, Wobbling und sowas. Also, wo du einfach gechaingrabbt wirst, bis du einfach tot bist und nichts machen kannst. Ja, das hat Spaß. Chaingrabben geht ja allgemein nicht mehr, ne? Ja, aber wer weiß. Ice-Climber-Mechaniken sind immer so. Ja, hier, viel Spaß so quasi. Mit Plock, Alter, Plock für die Switch. Hä? Ich habe deine Ankunft erwartet. Ich gebe dir dies. Oh. Krass, einfach so. Kyubi, spendet 1 Euro, sag mal Marcel. Sagst du Schniedeln auch privat? Ey, Lina, ich geh mal eben schniedeln. Das kann ich so dir beantworten, Kyubi. Bin mir ziemlich sicher, dass es auch privat sagt. Vielen Dank für deine Spende, Kyubi. Marcel ist eigentlich privat ziemlich so wie auch in seinen Streams. Also ein richtiger Dorftrottel. Lina muss ja wissen, worauf sie sich einlässt, wie lange das Bad jetzt besetzt ist und so. Wenn ich sage, ich geh nur schniedeln, dann wissen wir halt, okay. Lange, wenn ich sage, ich muss dunken, dann wird so, okay, Fenster aufmachen und so. Dunken? Aber stimmt der das so? Also so ein großartiges Wort einfach. Ja, klar. Hier habe ich noch eingepflanzt. Ja, aber Chris, ne? Ich habe vorhin erzählt, dass du noch weg warst. Musik normal 10, das bist du aber eigentlich schon über die Jahre hinweg. Also von den ganzen Let's Player-Kollegen bist du halt echt der richtig zum Freund geworden ist und mit dem man am meisten Kontakt hat. Ja, ne? Das, wenn ich überlege, wen habe ich über das Let's Playen kennengelernt? Also Jan kenne ich ja schon länger. Also so richtig, richtig enge Freunde, du und Hendrik. Viele Bekanntschaften natürlich auch so im Sinne von, oder viele Dudes, mit denen man sich gut versteht, so sage ich mal. Aber so halt auch privat immer, vielleicht jetzt nicht so, die so von wegen, dass man irgendwie jede Woche, boah, lass mal voll viel Stuff machen, aber halt einfach so wie eine Freundschaft halt funktioniert, nicht wahr? Man muss ja nicht immer aufeinander hängen, sag ich so, sagen Hendrik und ich immer. Weil es dann auch so Leute gibt aus unserem Freundeskreis, die dann immer irgendwie, die es ja dann immer nicht haben können, wenn du dich mal
zwei Tage nicht meldest und dann sofort anfangen, dir Vorwürfe zu machen und so weiter. Meine, nee, das wären du und Hendrik tatsächlich. Na, der Hendrik ist ja auch, der Hendrik ist ja richtig crazy, ey. Hat ihm auch schon gesagt, Mann, ey, dass wir uns erst so spät richtig. Oder halt so, aber also in spät im Sinne von halt auch, man hätte sich schon vor dem Let's Playen kennenlernen müssen eigentlich. Das stimmt. Mann, Jan zur Schule lernen werde, wäre so geil. Jan habe ich ja gerade gesagt, Jan kenne ich ja schon viel länger als die Let's Plays, den habe ich ja nicht dadurch kennengelernt. Den Jan kenne ich nämlich durch manga.de. Achso, ich dachte, Jan kennst du, weil du mal in Griechenland Urlaub gemacht hast. Und da hast du dir gesagt, ja, ey, komm doch mit nach Deutschland. Okay. Ich hatte Urlaub mal, habe ich den Jan direkt einfach, Jan ist illegal eingewandert, ich habe nämlich einfach meine Tasche gepackt und dann einfach mitgenommen. Nach Deutschland grüßt, aber sind da nicht diese sogenannten Nazis? Nein, Jan. Nein, Jan, das stimmt alles nicht. Komm einfach mal mit. Komm mal mit, Jan. Und hier da gibt's auch Gyros. Und dann war er überzeugt. Er hat erst so gesagt so, ja, ich weiß ja nicht. Aber dann, das hat ihn endgültig überzeugt. Also der Würstchenbude, ja, die Würstchenbude, die war ja auf manga.de, Leute. Leute, das müsst ihr doch wissen. Was war denn manga.de? Halt eine Seite für Manga. Da gab's auch ein Forum. Die Sache war, manga.de hatte keinen Chatroom. Man hat dafür aber ein Forum eingerichtet, wo du quasi spammen durftest. Also einen einzelnen Beitrag, was dann quasi der Chat war. Total dumm eigentlich, so, aber ja, da haben wir halt immer beide geschrieben dann. Naja, klingt auf jeden Fall besser als Player.de damals. Ah, Let's Play.de. Und Let's Play All Up, falls dir das noch was sagt. Das sag mir tatsächlich echt nichts. Ich glaube, da habe ich nicht mitgekriegt. Das war noch früher. Klingt beinahe so, als würde ich dafür schämen, was für manga.de. Also ich sag mal so, es war nicht meine Glanzzeit. War sicherlich nicht meine Glanzzeit, meine frühe Jugend. Ich habe ja mit Marcel, ich habe ja schon mal darüber geredet. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich an einen Status der Entwicklung angekommen war, nenne ich es mal, wo ich selber sagen konnte, ja, ich kann mich eigentlich ganz gut leiden, so sage ich mal. Und wenn ich zurückdenke, wie ich damals war, mit 15, 16, ich war so der Edge-König, ne? Mit 18 wurde es richtig schlimm. Weil du einfach richtig die Kante hast, einfach richtig gespürt, Leute. Also so richtig dieses, ja, wie nennen wir das denn? Es war nicht wirklich die obligatorische irgendwie Gothic-Phase, die viele mal haben, sondern... Ich weiß nicht, weiß auch nicht, ob du sowas mal hattest, Marcel. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Diese typische, so alles ist scheiße, ey Mann, ey. Und man war immer genervt, weil das ja cool war und so. Ja, ja. Ja, okay, so nicht, nee. Ich meine, das war nicht meine Intention so, aber ich war halt von allem immer dauernd genervt. Ich war ein richtiges Arschloch irgendwie so. Richtig unangenehm. Nee, ich war eigentlich nur immer traurig, also genau das Gegenteil. Ja, das war ich ja auch immer, traurig und wütend immer. Egal was war, traurig und wütend. Und irgendwie, ich muss ja im Endeffekt lachen, wenn man sich so alte Fotos anguckt meiner Schulzeit. Also halt echt nicht Grundschulzeit, nicht die, wo man Kind war, sondern echt so die pubertierende Zeit, ne? Mann, ey, wenn du da Außenseiter bist und immer alleine bist, ja, dann kannst du dich halt wohl nicht entwickeln, ey. Alle anderen waren immer die Coolen und sahen auch cool aus. Na, mir wurde halt nie gesagt, oder wird mir jetzt nicht hier unterhalten, was cool ist, und dann kannst du richtig auf alten Fotos, kannst du richtig sagen, spot the Outsider, also wirklich, so richtig, vielleicht der einzige Typ, der Tribal-Wear-Klamotten anhat, vielleicht ist der so nicht, kann nicht. Boah, da hat kurz richtig die Qualität abgespackert, nennt sich Pubertät, ja, schon klar, aber ich meine, das ist relativ Normales, sage ich mal, ist mir bewusst, aber deswegen muss ich mich ja nicht, also Vergangenheits-Chris würde ich manchmal gerne einfach so eine richtige Schelle geben. So nach dem Motto, respektier mal die Leute, du Pisser. Also, wer bist du? Ich bin du aus der Zukunft. Was? Ich werd mal so fair, oder was? Ich bin noch genauso groß wie jetzt. Ich werd nicht größer?